Hallo, liebe Freunde. Heute heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal mit einem Video über Friedrich den Großen. Wir haben schon im Laufe der letzten Videos zwei Friedriche kennengelernt, zwei große Friedriche. In dem Video über die Null und Leonardo da Pisa, Fibonacci, der ein Mathematikbuch Friedrich II. Gewidmet hatte, ist der Name schon gefallen. Das ist allerdings der Friedrich II. Von Hohenstaufen, ein mittelalterlicher Kaiser. Heute will ich eher behandeln, Friedrich II. Von Preußen. Auch hier sind wir schon über ihn gestolpert in einigen Videos. Ich hatte in dem Video über Max Weber erzählt, über das preußische Wahlrecht im 19. Jahrhundert, das Dreiklassenwahlrecht. Ich hatte erzählt über den preußischen Verfassungskonflikt, die Genehmigung des Parlaments im Hinblick auf die Truppenverstärkung von Preußen. Und daran will ich sozusagen anschließend einen großen preußischen Herrscher, König, vorstellen, eben Friedrich II. Von Preußen, genannt im Volksmund der alte Fritz. Genannt habe ich das Video Friedrich II. Mitleid, Schaudern und Respekt, weil Friedrich II., abgesehen von seiner Bedeutung für die Geschichte, letztlich sehr interessant ist, auch im Hinblick auf seine Persönlichkeit, seine, wie soll ich sagen, guten Seiten, aber auch seine schlechten Seiten. Also insofern eine, auch in persönlicher Hinsicht, eine sehr interessante Gestalt der Geschichte, die insbesondere Deutschland sehr maßgeblich beeinflusst hat in seiner Entwicklung. Wir sind Friedrich II. Auch schon begegnet in dem Bach-Video. Also Bach und Friedrich II. Von Preußen haben sich auch mal getroffen. Friedrich II. Ließ sich immer eine Liste vorlegen, welche Besucher in die Stadt, nach Berlin kamen. Und da sah er dann eben eines Tages, dass der Bach seinen Sohn besuchte. Der Sohn war bei Friedrich II., wie soll ich sagen, Chefmusiker. Und der alte Bach besuchte eben seinen Sohn und musste sich anmelden sozusagen in der Stadt. Und es wurde dem Friedrich II. Vorgelegt und da sagte er, man möge ihm doch den alten Bach vorführen. Gut, also wollen wir mal anfangen, uns zu beschäftigen mit Friedrich II., Friedrich dem Großen. Ich will von diesem Basis aus, will ich so ein bisschen einen Bezug herstellen zu einem aktuellen Problem, allerdings nicht in diesem Video. Ich muss leider, oder ich muss mindestens zwei oder drei Videosprünge machen, um dorthin zu kommen, zu dem aktuellen Thema, wo ich hin will. Es geht nämlich um, und davon werdet ihr sicherlich schon alle gehört haben, um die Skandale, vermeintlichen Skandale, wie man auch dazu stehen mag, um Harvey Weinstein, ein amerikanischer Filmproduzent, der Filme produziert hat von herausragender Bedeutung, von herausragenden Regisseuren mit herausragenden Schauspielern. Und er soll Schauspielerinnen bedrängt haben, qua seiner oder aufgrund seiner Stellung als erfolgreicher, mächtiger Künstler bzw. Produzent von Kunst. In Deutschland haben wir den gleichen Fall. Dieter Wedel, ein von allen hofierter Regisseur, vor allem für Fernsehserien, ist auch verdächtigt oder wird im Augenblick auch verdächtigt, junge Schauspielerinnen genötigt zu haben. Gleiches gilt für James Levine. Dort allerdings soll er sich an männlichen Jugendlichen vergangen haben. James Levine war Chefdirigent über lange Jahre hinweg der Metropolitan Opera, glaube ich, in New York. Und am Schluss Kevin Spacey,
ein renommierter Schauspieler und er soll sich auch eben an jungen Schauspielern vergangen haben, qua seines künstlerischen Statuses. Und dort will ich über zwei, drei Videosprünge hinweg auf das Thema kommen, wie das zu beurteilen ist, wie grundsätzlich die Frage zu beurteilen ist, Künstler und sein Kunstwerk und Machtstrukturen und Ausnutzen von Machtstrukturen und was es ermöglicht überhaupt, dass solche Leute, wenn es denn wahr ist, was ihnen vorgeworfen wird, ihre Position ausnutzen können. Also das soll ein Sprung sein vom aufgeklärten Absolutismus über die Aufklärung, die Französische Revolution, Napoleon, die deutschen Freiheitskriege und die damit zusammenhängende Romantik. Und so will ich dann zum Schluss zu diesem aktuellen Thema dann gelangen. Aber wie gesagt, da brauche ich noch einige Videos, um die Lücken dazwischen sozusagen zu füllen. Nun gut, wir werden also eine irre Kurve auf dem Flux Fabulator hier hinlegen. Der Flux Fabulator könnt ihr jetzt nicht erkennen. Da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen am Konzept arbeiten. Jedenfalls, im Flux Fabulator habe ich jetzt die letzten zwei Videos eingezeichnet. Wir hatten uns beschäftigt, Neoliberalismus, Friedrich August von Hayek, 1899 bis 1992, Milton Friedman, dann im Anschluss daran ein Professor, der unsere Wirtschaftspolitik in den letzten 30 Jahren maßgeblich bestimmt hat und auch zu vielen, jetzt im Augenblick gerade aufplatzenden Problemen geführt hat. 1859 mein Video vom Gardasee, Schlacht bei Solferino, Gründung des Roten Kreuzes, Henri Dunant, ein großer Mann, der für die Gründung des Roten Kreuzes verantwortlich war, Schlacht bei Marengo 1800, Schlacht bei Castiglione 1796, alles hat mit Napoleon zu tun und auch mit der Einigung Italiens, das damals eben sehr zersplittert war. Und am Schluss die Galeos de Permontes am Gardasee, der Krieg zwischen dem Herzogtum Mailand, dem Visconti und dem Dogen von Venedig um sozusagen das Territorium in Oberitalien. Das ist so, was ich zuletzt hier so eingetragen habe. Wir ziehen heute in Richtung wieder 1700 in die Zeit eben von Johann Sebastian Bach, den wir hier eingetragen haben mit seiner Barockmusik. Und das ist sozusagen die Einordnung heute von Friedrich dem Großen. Friedrich der Große, ich halte euch mal ein Bild, das ihr bereits kennt aus dem Bach-Video, in die Kamera. Das ist ein Bild von Friedrich dem Großen, der lebte von 1712 bis 1786. Und Friedrich der Große war als junger Mann, als Jugendlicher, äußerst sensibel. Er war zurückhaltend an musischen Dingen interessiert und das passte dem Vater von Friedrich II., Friedrich Wilhelm I., nun überhaupt nicht, dass sein Sohn so ein eher musischer Typ war. Ich zeige euch mal ein Bild von Friedrich Wilhelm I. von Preußen, dem Vater von Friedrich dem Großen. So, ich hoffe, das kann man so halbwegs erkennen. Hier ein etwas dickerer, älterer Herr in Rüstung, hat den Marschallstab in der Hand und zeigt in die Ferne. Und das ist Friedrich Wilhelm I., der lebte von 1688 bis 1740 und der wird der Soldatenkönig genannt. Das hängt zusammen mit den langen Kerls. Damals war es Mode, sich spezielle Kompanien und Regimenter zu halten, die aus besonders groß gewachsenen Soldaten bestanden, die langen Kerls. Das war also der Vater von Friedrich dem Großen. Nun, wie gesagt, Friedrich der Große war ein sensibler Junge, wurde ausschließlich französisch erzogen. Das heißt, er sprach im Grunde genommen gar kein ordentliches Deutsch, wenn man davon derzeit überhaupt bei den verschiedenen Mundarten, die in Deutschland als jeweilige Hochsprache eigentlich geredet wurden, überhaupt reden kann. Also er war französisch erzogen, sprach auch nur französisch, hielt sich dann
oder baute sich eine eigene kleine Bibliothek auf, erhielt Flöten, nein, verschaffte sich eigentlich Flötenunterricht. Er war ein ausgezeichneter Flötenspieler. Ich habe euch beim Bach-Video ein Bild in die Kamera gehalten, das Friedrich II. In den späteren Jahren bei einem Hauskonzert oder muss ich eher sagen Schlosskonzert zeigt, wie er Flöte spielt. Und jedenfalls 1728 mit 16 merkt Friedrich Wilhelm I., der Vater von Friedrich dem Großen, dass sein Sohn sich zu einem schönen Geist entwickelt, mit Interesse für Philosophie, für Kunst, für die französische Kultur generell. Und da fängt der Alte an, Friedrich II. Mit 16 die Hölle heiß zu machen. Der hat ihn gepiesackt und getriezt, bis der Friedrich II. Nicht mehr wusste, wo ihm der Kopf steht. Also er hat ihn wirklich richtig die Wände hochgetrieben und heute würde man sagen gemobbt, seinen eigenen Sohn. Seinem eigenen Sohn das Leben zur Hölle gemacht. Warum war das wohl so? Friedrich Wilhelm I., der Vater, der kam selber 1713 auf den Thron und der war wiederum Kind von äußerst verschwendungssüchtigen Eltern. Eigentlich auch verantwortungslosen Eltern, die sich sonnten in ihrem Status als Herrscher und im Grunde genommen die Pflicht überhaupt nicht kannten, irgendwelchen Gesetzen, irgendwelchen Spielregeln zu gehorchen. Sie waren eben reine absolutistische Herrscher, die im Grunde genommen sich das Recht rausnahmen, zu tun und zu lassen, was sie wollten, ohne jegliche Beschränkung von außen, von Ideen oder von Pflichten oder ähnlichem. Also der Vater von Friedrich II. War selber Sohn verschwendungssüchtiger Eltern und so wie er dann 1713 auf den Thron kam, der Vater, verkaufte er von 24 Schlössern, die seine Eltern noch besessen hatten, verkaufte er sofort 18 Schlösser. Er verkaufte alles, um die Staatskasse zu füllen, denn aufgrund der Verschwendungssucht der Großeltern von Friedrich II. War natürlich die Staatskassen ständig leer und der Vater von Friedrich II. Hat für sich eben als Wahlspruch ausgerufen, der liebe Gott hat euch, er sprach in der Mehrzahl an die Herrscher, der liebe Gott hat euch auf den Thron gesetzt, nicht zu faulenzen, sondern zu arbeiten. Also er wollte, der Vater selber wollte sich ganz bewusst von den verschwendungssüchtigen, leichtfertigen Eltern abheben, durch äußerste Disziplin und Pflichterfüllung. Also seine Maxime des Vaters war Sparsamkeit, Fleiß, Pflicht. Er verkaufte auch alle Kolonien. Preußen besaß damals tatsächlich Kolonien, ich glaube in Afrika. Die verkaufte er komplett an die Vereinigte Ostindische Kompanie, das war eine Handelsgesellschaft in den Niederlanden. An die verkaufte er sämtliche Kolonien, die Preußen bis dahin erworben hatte. Er reformierte die Finanzen. Er nahm Vertriebene aus Böhmen und Salzburg auf. Also ein ganzer Tross zog sich durch Deutschland von Leuten, die wegen ihrer Religionszugehörigkeit von den lokalen Herrschern in Böhmen und Salzburg vertrieben wurden. Dieser Tross zog sich durch ganz Deutschland in Richtung Preußen, wo eben diese Leute Aufnahme fanden. Er trieb die Beamten brutal an, zu arbeiten und Entscheidungen zu treffen und die Dinge zu erforschen und eben für eine gute Verwaltung zu sorgen. Den Adel beschäftigte er durch Aufgaben beim Militär und in der Verwaltung. Aber letztlich er selber, Friedrich Wilhelm I., traf alle Entscheidungen selber. Er ackerte von morgens bis abends. Selber hatte er kein so großes Interesse an der Bildung, aber er gründete die Unis in Halle und in Frankfurt an der Oder. Bezeichnenderweise war er der Erste, der an diesen Universitäten einführte, das Fach der Kameralwissenschaft. Also im Grunde genommen war das so eine Art Vorgänger der Betriebswirtschaftslehre, der Juristerei, der Staatskunde. Denn in diesem Fach wurde gelehrt, wie ein Staat zu organisieren ist, um möglichst viel, wie soll ich sagen, Effektivität zu erreichen, also gute Steuereinnahmen, eine gute Wirtschaft zu erzielen, eine ordnungsgemäße Verwaltung aufzubauen. Das ist alles Inhalt der Kameralwissenschaft, die im Grunde genommen so ein bisschen die Vorläuferwissenschaft war zur Betriebswirtschaft, zur Volkswirtschaft und
zur Staatskunde oder Staatswissenschaft. Dieses Fach gab es früher noch an den Universitäten. Jedenfalls 1717 zum Beispiel führte er die Volksschulpflicht ein, und von 320 Volksschulen, die es damals gab, schaffte er es, diese Zahl auf 1480 bei seinem Tod zu bringen. Also er hat in seinem Staat für eine Vervierfachung der Volksschulen gesorgt. Das ist natürlich eine hervorragende Leistung. Er war tolerant in der Religionspolitik, stiftete zwei katholische Kirchen, obwohl er selber evangelisch war, richtete einen Gebetsraum für muslimische Soldaten ein. 1739, fragt mich nicht, wie es dazu gekommen ist, ich glaube, irgendein Herrscher aus Kurland, einem Gebiet, das unter preußischer, wie soll ich sagen, Herrschaft lag, war in den türkisch-russischen Krieg involviert, und aus irgendeinem Grund kamen eben türkische Soldaten, oder osmanische Soldaten, muss man damals sagen, osmanische Soldaten kamen in den Bereich von Preußen, und Friedrich Wilhelm I., der Vater von Friedrich dem Großen, erlaubte eben die Einrichtung eines Gebetsraums für diese muslimischen Soldaten. Und zwar sagte er, mahomedanischer, damals hieß es noch Mahomet, nicht Muhammad, wie heute die Rede davon ist, sondern damals hieß es Mahomet, freier mahomedanischer Gottesdienst auf einem Saale, sonntags nach der Kirchenparade. Das war sozusagen die Erlaubnis für die Ausübung, für die Einrichtung dieses muslimischen Gebetsraums. Aber nichtsdestotrotz, er war ein Bauer. Also er hatte keine Freude an Musik, er malte so ein bisschen, aber eher so, wie soll man, heute würde man sagen, mal nach Zahlen, das war vielleicht so sein Niveau. Da hat am Ende seiner Tage erholte er sich bei Mal nach Zahlen auf diesem Niveau. Aber ansonsten war er ein Bauer. Er pflegte ein Tabakskollegium, im Grunde genommen so eine Art Männerstammtisch. Kann man sich vorstellen, was da los war. Haufen Männer aufeinander, erzählen sich alle Geschichten aus dem Krieg. Also saufen ordentlich und rauchen Tabakspfeife. Also kann man sich so in etwa vorstellen, wie es zugegangen ist. Und dann hat er einen Sohn, der so ein Feingeist war, der sich so für Philosophie interessierte, für die französische Philosophie auch und für Musik und Gedichte. Und ich glaube, oder man sagt, Friedrich Wilhelm I. behandelte Friedrich II. Eben deshalb so schlecht, machte ihm wirklich die Hölle auf Erden, weil er Angst hatte um sein Lebenswerk. Er wollte sich eben absetzen von seinen eigenen Eltern, die so leichtfertig waren und verschwendungssüchtig. Und da hatte er eben Angst, dass der Enkel, also sein Sohn, genau in die gleiche Richtung schlägt. Und deswegen hat er ihn also getriezt, geprügelt, piesackte ihn, also mobbte ihn, also und disste ihn bis aufs Blut. 1729 freundet sich Friedrich II., Friedrich der Große, mit einem Leutnant an, Hans Hermann von Katte. Der hatte auch ebenfalls Interesse an Flötenspiel und Dichtkunst. Und so sah Friedrich, oder ein Bild von Friedrich II. Um diese Zeit, das ist 1736, ich halte das mal in die Kamera, ein junger Mann, natürlich auch wieder ganz in der Tradition der Herrscherbilder, in der Hand hält er einen Marschallstab, er trägt eine Kürassierrüstung, eine Ordensschärpe hängt ihm um. Aber man sieht, das Gesicht ist doch weich gezeichnet, es ist ein junger Mann. Also man kann schon sagen, man kann ihm ansehen, dass er eben nicht, wie soll ich sagen, der brutale Bauer, vielleicht vernünftige, brutale Bauer, wie sein Vater war, eben ein bisschen eher ein Feingeist. Nun gut, er freundet sich jedenfalls mit dem Leutnant Katte an. Das ist er hier. In jungen Jahren. Katte wird er meistens immer dann genannt in der Geschichte. Dieser junge Leutnant aus einem alten Adelsgeschlecht, aus einem alten preußischen Adelsgeschlecht, teilt eben mit Friedrich II. Die Neigung zu schönen Künsten. Und die machen zusammen einen Fluchtversuch. Friedrich II. Ist von seinem Vater derartig getriezt worden, dass er irgendwann die Schnauze voll hatte
und hat dann mit Katte verabredet, lass uns einfach türmen, wir hauen ab, ich halte es nicht mehr aus mit dem Alten, wir hauen ab nach Frankreich. Dieser Fluchtversuch wird allerdings aufgedeckt, er war wohl auch tatsächlich wohl ziemlich dilettantisch vorbereitet und geplant. Und jedenfalls werden beide festgenommen, in Festungshaft verbracht und der Vater, Friedrich Wilhelm I., verlangt von den, oder übergibt Katte dem Kriegsgericht und das Kriegsgericht, weil es natürlich erkennt, dass das junge Männer waren, die von dem Alten wirklich auch gepiesackt wurden und Verständnis dafür entwickelten, dass sie flüchten wollten vor dieser strengen Knute des Alten, verurteilten Katte nur zu lebenslanger Haft statt, wie eigentlich von Friedrich Wilhelm I. erhofft, statt zu der Todesstrafe. Friedrich Wilhelm interveniert bei Gericht, gibt deutlich zu erkennen, er verlangt die Todesstrafe als Urteil wegen Hochverrats gegen Katte. In so einer zweiten Verhandlung ist das Gericht immer noch nicht bereit, die Todesstrafe zu verhängen und verhängt erneut lebenslange Festungshaft für Katte. Und dann erlässt der König von Preußen, Friedrich Wilhelm I., von sich aus sozusagen ein Urteil per Verordnung und sagt, Katte muss der Kopf abgehauen werden. Der Alte verlangt auch, dass Friedrich II., der junge Friedrich II., der in der Festung ebenfalls festgesetzt ist, dass der zuschauen muss bei der Enthauptung seines Freundes Katte. Friedrich II. Wird genommen, wird gegen die Gitterstrebe des Fensters gepresst seiner Zelle und soll zuschauen, wie unten im Hof Katte der Kopf abgeschlagen wird. Wahrscheinlich, so geht die Geschichte, ist allerdings Friedrich II. Vorher ohnmächtig geworden und musste also nicht gnädigerweise nicht mit ansehen, wie sein Freund Katte der Kopf abgehauen wurde. Eine andere Freundin von Friedrich II., Dorothea Ritter, ist auch vom Alten übelst mitgespielt worden. Auch sie hatte Interesse am Flötespielen und musizierte mit Friedrich II. Und sie wurde verdächtigt, eben von dem Fluchtversuch gewusst zu haben. Und sie wurde 6-mal öffentlich ausgepeitscht und in ein Frauengefängnis für Prostituierte verbracht. Wurde für 3 Jahre, auf 3 Jahre verurteilt zu dieser Haft in diesem Prostituiertengefängnis. Und ich glaube, sie wurde dann später begnadigt. Aber Friedrich II. Hat wohl sie nie wieder getroffen. Also da gibt es kein, wie soll ich sagen, glückliches Ende in dieser Geschichte. Der Alte nun plant für Friedrich II. Auch die Hinrichtung. Da sieht man, also wie streng sozusagen der Friedrich Wilhelm I. mit seinem eigenen Blut war. Nun aber war sozusagen eine Stufe der Hierarchie erreicht, wo sich dann alle einmischten. Karl VI., deutscher Kaiser und Erzherzog von Österreich, intervenierte, also machte seinen Einfluss geltend als deutscher Kaiser und bat Friedrich Wilhelm I. nicht seinen eigenen Sohn zu enthaupten zu lassen. Prinz Eugen, Feldherr der Habsburger, also der Österreicher, und großer Held der Kriege gegen die Osmanen, auch er intervenierte persönlich und bat inständig, dass Friedrich Wilhelm I. nicht seinem Sohn den Kopf abhaken lässt. Leopold von Anhalt-Dessau, ein preußischer General, der alte Dessauer wird er genannt, der alte Dessauer, auch er bat inständig, dass Friedrich Wilhelm I. Nicht so hart mit seinem Sohn umspringt. Und vielleicht war es der alte Dessauer, der am Schluss dann die, wie soll ich sagen, den Ausschlag gab. Jedenfalls verzichtete Friedrich Wilhelm I. darauf, dass sein Sohn enthauptet wird. Im weiteren Verlauf, kurze Zeit später, versöhnte sich Vater und Sohn miteinander und auch wenn das natürlich nie wieder überhaupt in die Nähe eines, wie soll ich sagen, einer
gegenseitigen Achtung, in Richtung familiärer Liebe ging zwischen den beiden. Fand man einen Modus wie Wendy, fand man ein Regeln, wie man miteinander anständig umgeht, auch wenn man sich nicht gegenseitig besonders nun schätzte. Naja, ab 1733 zog sich dann Friedrich II. Auf Schlösser zurück nach Ruppin und Rheinsberg und beschäftigte sich dann bis 1940, also 7 Jahre lang, ausschließlich mit Philosophie, Geschichte, Poesie und umgab sich mit schönen Geistern, mit denen er diskutieren konnte, mit denen er Musik hören konnte, Musik machen konnte. Er war ja ein sehr guter Flötespieler. 1738 komponierte er selber auch eine Symphonie. 1739 schreibt er ein Anti-Machiavell. Das ist ein Niccolò Machiavelli, 1449 bis 1516, schrieb ein Buch für die Fürsten. Il Principe, der frühe Fürst heißt das. Das ist im Grunde genommen eine Art Handbuch, wie man in einer missgünstigen, skrupellosen Welt seine Ziele als Fürst verfolgen kann, ohne von schlechten Menschen drumherum, anderen schlechten Fürsten oder missgünstigen Fürsten, überwältigt zu werden. Und da schlug er eben, dieser Machiavelli, eine Mischung aus Skrupellosigkeit und sehr realistischer, negativer Sicht auf die Mitmenschen vor. Also eine Mischung aus Schleue, Skrupellosigkeit, auch selbst bei der Durchsetzung von guten Zwecken. Dagegen setzte der junge Friedrich II., man kann sich das vorstellen, nach dieser Vorgeschichte eben den Anti-Machiavell, Vernunft und Gerechtigkeit als oberste Prinzipien der Herrschaft durch einen Fürsten. In seinem Testament, das Friedrich II. Dann später geschrieben hat, musste er zugeben, dass letztlich Machiavelli dann doch recht gehabt hatte. Aber damals in der Jugend kämpfte er sozusagen schriftstellerisch für die Gerechtigkeit und für die Vernunft und gegen die Skrupellosigkeit und Gerissenheit, im Grunde genommen gegen den Grundsatz, dass der Zweck die Mittel heiligt. Gut, Machiavelli schrieb natürlich auch in einer anderen Zeit, wir haben das in dem Garda-Video gesehen, in Oberitalien ging es rund, das war dort auch, wo Machiavelli herkam, Mailand gegen Venedig, der Papst in Rom, der damals Fürst auch war und ständig Krieg führte, Florenz, alle Städte lagen in Oberitalien im Krieg, jahrhundertelang sozusagen kämpfte man um die Vorherrschaft. Also das war natürlich auch die ideale, wie soll ich sagen, Geburtsstätte für ein Buch, wie der Il Principe, der Fürst, der sehr skrupellose Ratschläge gab. Na jedenfalls 1740, der Alte ist endlich tot und Friedrich II. Kommt von seinen Schlössern in Ruppin und Rheinsberg, verabschiedet sich gewissermaßen von seinen schönen Geistern, von seinen Kollegen, von Philosophenkollegen und Schriftstellern und Musikern und besteigt den preußischen Thron. Die erste Maßnahme, die er ergreift, ist, er schafft die Folter ab. Und zwar sagt er, lieber sollen 20 Schuldige freigesprochen werden, als ein Unschuldiger geopfert werden. Dolle Sache. Da ist was dran. Kann man, so ein Spruch wäre auch übertragbar zum Beispiel auf die Todesstrafe. Aber er hat eben, wie gesagt, die Folter deswegen abgeschafft, weil, wie gesagt, die Folgen einer Fehlentscheidung bei solchen drastischen Maßnahmen wie der Folter wiegen nicht auf, dass 20 vielleicht dann freigesprochen werden, die eigentlich schuldig wären. An was erinnert es so ein bisschen? Vielleicht an Gesinnungs- und Verantwortungsethik? Ich weiß nicht. Muss man einordnen? Habe ich jetzt nicht über nachgedacht. Weiter, also er fängt sofort an aufzuräumen, wobei natürlich das, was Friedrich Wilhelm I. hinterlassen hat, gar nicht schlecht war. Er setzt die Religionstoleranz fort und so, man kann hier das eigentlich, was er so als politisches Ziel und als Maßnahmen Ziel hat und als Maßnahmen ergreift, in einigen Best-of-Sprüchen von Friedrich II. Zusammenfassen.
Er sagt zum Beispiel, ein jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Fasson ist, würde man vielleicht, ist ein französisches Wort, würde man sagen, jeder soll nach seinen eigenen Maßstäben selig werden, bezogen auf die Religion. Er sagte letztlich, mir ist scheißegal, welche Religion einer hat, wenn er anderen nicht schadet, soll er machen, was er will. Das geht keinem was an, das geht auch den Staat überhaupt nichts an. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Dann sagte er zum Beispiel weiter, in den Gerichtshöfen sollen die Gesetze sprechen und die Herrscher schweigen. Also genau das, was sein Vater gemacht hat, nämlich zweimal Gerichtsentscheidungen per Verordnung, per Beschluss zu überstimmen und selber sich dann in die Gerichtsverfahren einzumischen und das Urteil festzulegen. Genau das, sagt er, soll nicht mehr passieren. In den Gerichtshöfen sollen die Gesetze sprechen und der Herrscher schweigen. Also da sieht man, er nimmt sozusagen, er verzichtet freiwillig auf die Machtfülle eines absolutistischen Herrschers. Absolutistischer Herrscher heißt eben ohne jegliche Grenzen, die reine Willkür, weil er aufgrund von Gottes Gnaden eingesetzt ist, darf ein Herrscher ausüben. Das ist Absolutismus. Und weiter sagt er in diese Richtung, ich will erster Diener meines Staates sein. Also im Grunde genommen sieht er sich als ersten obersten Beamten einer über ihm stehenden Institution, über ihm als Person, selbst als, wie soll ich sagen, durchaus von Gott eingesetzten Herrscher, Herrscherfamilie. Aber über sich sieht er immer noch die Institution des Staates, dem auch er als oberster Herrscher zu dienen hat, im Grunde genommen wie ein oberster Beamter. Und dann weiter im Best-of, ein weiterer Spruch von ihm, seine Pflicht erkennen und tun, das ist die Hauptsache. Auch hier der Gedanke der Pflicht und nicht mehr des reinen Gottgnadentums, des Absolutismus. Das nennt man aufgeklärter Absolutismus. Das heißt, der Herrscher hat eben innerhalb des Staates eine Aufgabe und ist nicht mehr selber der Staat als solches. Es weist also eine Aufgabe über die eigene Person hinaus. Gut, nun sind 6 Monate vergangen, seitdem Friedrich II. Sein Amt angetreten hat. Und nach diesen ersten guten Maßnahmen ist die nächste die Kriegserklärung gegen Österreich. Karl VI. War nämlich ohne männlichen Nachkommen gestorben. Karl VI., der eben bei seinem Vater Friedrich Wilhelm I. interveniert hatte, dass Friedrich II. Nicht der Kopf abgeschlagen wird. Dieser stirbt ohne männlichen Nachkommen und er hat vorher versucht, durch verschiedene Verträge zu sichern, dass die umliegenden Staaten rund um Österreich, rund um Habsburg, anerkennen, dass eine Frau den österreichischen Thron besteigt. Damals waren natürlich andere Zeiten, die Staaten lauerten eigentlich aufeinander, auf die Fehler oder irgendwelche, wie soll ich sagen, Thronfolgeproblematiken, die in einem Staat auftauchten, um dann ohne jegliche Rücksicht eigene Interessen geltend zu machen, einzumarschieren, Koalitionen zu schmieden und draufzuhauen und zu raffen, was nur ein Land zu raffen ist, in so einer Schwächephase eines Staates. Jedenfalls in Österreich war es eben so, keine männlichen Nachkommen im Hause Habsburg und die Nachkommen oder die Frau die, oder die Tochter, die den Thron besteigen sollte, war eben Maria Theresia und der Vater hat es eben dann leider doch nicht geschafft, von allen Staaten die Anerkennung zu bekommen. Alle Staaten fielen über Österreich her und versuchten sich wie die Hunde, wie die Wölfe, ein Stück Gebiet aus dem Habsburger Reich rauszureißen. Das ist Maria Theresia im Alter von 11 Jahren, 1717 bis 1780 lebte sie. Ich halte hier auch mal ein Bild in die Kamera, ich hoffe, man kann das erkennen. Ein junges Mädchen, 11 Jahre, äußerst hübsch anzuschauen, in einem tollen Gewand, samt mit einer Ordensspange an der Brust, einem Orden. Also diese Maria Theresia, die bestieg nun den Thron der Habsburger und Friedrich II. Hatte nun nichts Eiligeres zu tun, als
zu greifen nach einem Gebiet, an dem er schon besonders lange Interesse hatte, nämlich an Schlesien. Und damit beginnt der erste, sogenannte Erste Schlesische Krieg. 1742 kriegt er tatsächlich Schlesien und hat damit letztlich sein Ziel erreicht. Schlesien war ein sehr reiches Gebiet. Es hatte auch, glaube ich, viel Bergbau, war sehr reich. Und Preußen hatte eigentlich an natürlichen Ressourcen relativ wenig, außer einem Haufen Sand. Man nannte eben Preußen auch des Reiches Streusandbüchse. Das kommt daher, weil früher schrieb man mit Tinte und Federn. Um die Tinte dann zum Trocknen zu bringen, hatte man eine kleine Büchse am Schreibtisch und streute Sand auf das Schriftstück, das man geschrieben hatte, und pustete es dann weg. Und so wurde die überflüssige Tinte, die sonst eben stundenlang brauchte zum Trocknen, weggeblasen. Und das ist dann die Streusandbüchse. Und da Preußen eben so arm war, weil der Boden so schlecht, so sandig war, nannte man eben Preußen des Reiches, also des Deutschen Reiches, Streusandbüchse. Naja, und da trat natürlich Schlesien, war schon ein sehr verlockendes Ziel. Nun gut, 1744 hat Maria Theresia dann ihre Feinde wieder besiegt und die sich auch andere, hatten sie natürlich auch auf Österreich gestürzt, auf Habsburg gestürzt. Also bildete Friedrich II. Gleich wieder eine erneute Koalition und der Zweite Schlesische Krieg begann. Jedenfalls war dann der Zweite Schlesische Krieg, wurde dann beendet und Friedrich II. Zog sich dann erstmal wieder zurück auf seine Schlösser und 1750 holte er Voltaire nach Berlin und Voltaire blieb 2 Jahre in Berlin. Voltaire war ein Philosoph, Schriftsteller, Wegbereiter der Aufklärung, der äußerste Kritik an Feudalismus, an Absolutismus, an den absoluten Ansprüchen der Herrscher, an ihre Vollmacht äußerte. Er äußerte auch ganz ausdrücklich Kritik an der Kirche, an den Zuständen in der Kirche. Und letztlich muss man sagen, Voltaire war ein Wegbereiter der Französischen Revolution. Er war witzig, er war bissig, er war weltgewandt. Er ging zum Beispiel 1726 nach England und war schwer beeindruckt, wie die Engländer ihren Staat organisierten mit dieser Freiheit für die Bürger und dem Parlament. Na jedenfalls ging er für 2 Jahre an den Hof von Friedrich dem Großen auf Einladung von Friedrich. Die beiden hatten vorher auch schon korrespondiert. Und da blieb er 2 Jahre, dann kamen irgendwelche Hofintrigen, also muss man sich natürlich auch vorstellen an so einem Hof. Jeder redet da über jeden schlecht und also so eine ziemliche Klatschgemeinschaft gewesen wohl. Jedenfalls, das ist ein Bild von Voltaire, dem Wegbereiter der Französischen Revolution, dem großen Philosophen, 1694 bis 1778, dem Kritiker der Kirche, dem Kritiker des Absolutismus, dem Frankreich, Europa auch sehr, sehr viel zu verdanken hat. Ich finde, man sieht schon ein bisschen, dass man nicht in dessen Schussrichtung geraten möchte. Also seinem Witz möchte man nicht ausgesetzt werden. Man möchte nicht Objekt seines Spottes sein. Ich denke, das ist eine sehr schön getroffene Büste. Nun gut, mit Voltaire hat er sich also dann eine Zeit lang vergnügt. Dann 1756 aber ist ihm scheinbar wieder langweilig geworden und er ist ohne Kriegserklärung einmarschiert in Sachsen. Sachsen war natürlich die nächst fette Beute im Umkreis
Und damit beginnt der Siebenjährige Krieg. Der Siebenjährige Krieg, den kann man eigentlich bezeichnen als eigentlich den ersten Weltkrieg. Er wurde geführt in Indien, in Amerika, in Europa natürlich auch. Also überall, wo sich die Kontrahenten dieses Krieges gegenüberstanden, auf der ganzen Welt, die Kolonialisierung der Welt hatte ja begonnen zu diesem Zeitpunkt, wurde Krieg geführt. Und zwar, die Parteien waren Preußen und Großbritannien unter Georg II. Gegen Frankreich, Russland, Österreich. Frankreich, da war es Ludwig XV. In Russland die Zarin Elisabeth und in Österreich eben hier die junge Maria Theresia. Die führten also Krieg dann gegen Preußen und Großbritannien, die sich verbündet hatten in diesem Krieg. Der Krieg, wie gesagt, wurde ausgetragen in Indien. Wir erinnern uns an das zweite Video über die Mogulen. Da berichte ich ja so ein bisschen, wie die Engländer in Indien dann die letzten Herrscher der Mogulen beseitigten und die komplette Herrschaft über Indien dann sozusagen antraten. Vorher hatten sie aber in diesem siebenjährigen Krieg die Franzosen, die sich auch bereits in Indien festgesetzt hatten, aus dem Weg geräumt. Also sozusagen, dass die Engländer den Mogulen in Nordindien den Gar ausgemacht haben, letztendlich war sozusagen begründet darin, dass man vorher die Franzosen aus Indien rausgeschmissen hatten in den siebenjährigen Krieg. In Nordamerika gab es auch einen Konflikt zwischen Frankreich und Großbritannien. Der letzte Mohikaner, das ist ein Jugendbuch heute, damals glaube ich war das gar nicht für die Jugendliche so gedacht, über einen tapferen Mohikaner, der in den Krieg zwischen die Engländer und den Franzosen gerät, spielt genau in dieser Zeit. Ich möchte euch mal aufmalen, ich mal wieder hier, versuche ich mich an meinen Malkünsten, was es auf sich hat mit diesem Amerika-Krieg, der lange Jahre tobte und dazu führte, dass Amerika heute letztlich so aussieht, wie es aussieht. Wir fangen wieder an, ich bin auf der richtigen Seite, wir malen uns wieder Amerika auf. Hier oben Richtung Alaska beult sich Amerika im Pazifik wieder so ein bisschen aus, geht hier runter, hier unten kommt unterhalb von Mexiko, als Mexiko schon beginnt, dieser Einschnitt. Wir gehen hier rüber, Mexiko kommt hier unten wieder hoch, geht hier, kann man das noch erkennen? Ja, ich muss ein bisschen weiter hier zurück, ich hoffe, es geht, kommt hier hoch, es geht hier rüber nach, ist mir ein bisschen missraten, rüber nach Florida, geht hier hoch nach die Küste entlang, die Atlantikküste entlang, beult hier oben wieder ein bisschen aus, hier oben kommt der St. Lorenz-Strom und hier oben geht es dann weiter. Jetzt machen wir hier wieder die fünf Seen ein, die nicht so genau so angelegt sind. So ist es vielleicht besser. Ja, so kann man es eigentlich ganz gut erkennen. Das ist also wieder Amerika. Und jetzt malen wir so ein bisschen ein, wie das Land zwischen Frankreich und England verteilt war in Amerika. Also wir malen hier wieder, sagen wir hier so den Mississippi rein und hier ist New Orleans. Kann man das erkennen? Ja, New Orleans. Ist hier unten. New Orleans. Wir haben dann hier, so in diese Richtung, den Missouri. Wir haben, sag ich mal, in diese Richtung den Ohio. Und wir haben dann als Gebirgszug, hatte ich euch ja auch schon gesagt, hier rüber so die Appalachen, dieser kleine Mittelgebirgszug, der sich hier rüber zieht. Und wie war das nun verteilt zwischen den Engländern und den Franzosen? Die Engländer
Die Engländer hatten hier drüben die ganze Küste im Grunde genommen als Kolonien eingenommen. Und die Franzosen hingegen, die Franzosen hatten hier oben in Nova Scotia, heißt es, in Nova Scotia, ich komme jetzt hier ein bisschen in Schwierigkeiten, so in Nova Scotia hatten die hier oben angefangen, sich das Territorium zu übernehmen, auch hier so, und sie sind dann entlang des Ohio-Tals immer weiter vorgedrungen. Pelzhändler waren das, Trapper und teilweise auch Siedler sind das Tal des Mississippis hier so runter, und oh Wunder, und ganz hier unten haben sie New Orleans gegründet. Es ist doch seltsam, dass in Amerika eine Stadt Neu Orleans heißt, New Orleans. Das ist eben zurückzuführen auf die Situation vor dem oder während des Siebenjährigen Kriegs, wo Frankreich sozusagen eine Bresche quer übers ganze Land geschlossen hat, entlang der Flussläufe, und hier eben dann auch diese Städte hier oben. Warte mal, was ist das hier oben? Montreal, der königliche Berg, Montreal oder Quebec, alles französische Städte, alle liegen alle hier oben in Kanada und eben hier unten, und hier liegt irgendwo St. Louis, der heilige Ludwig, St. Louis, heute eben auch eine französische Gründung. Also kann man sozusagen sagen, die Franzosen hatten hier quer rüber eine große koloniale Stellung. Und um dieses ging es dann eben im Siebenjährigen Krieg. Und in diesem Siebenjährigen Krieg spielt natürlich auch hier unten das hier alles, nur noch mal der Vollständigkeit halber erwähnt, das alles hier unten gehörte natürlich Spanien. Deswegen hier Kalifornien. Also das ist alles ganz klar spanischer Einfluss, was heute Mexiko und hier oben Kalifornien ist. Gut, das ist sozusagen die Verteilung. Es ist mir jetzt leider nicht so richtig gelungen, mit dem Licht für Klarheit zu sorgen. Aber jedenfalls wird deutlich, die Engländer waren östlich der Appalachen, dahinter an den Flussströmen entlang, das war alles französisches Gebiet. Und diese beiden Kriegsparteien bekriegten sich nun gnadenlos im Siebenjährigen Krieg um die Herrschaft letztlich über England. England hat am Schluss diesen Krieg letztlich gewonnen. Wir haben letzte Reste von französischer, wie soll ich sagen, Herrschaft in Amerika, natürlich oben in Kanada, in dem französischsprachigen Teil von Kanada. Da gab es früher dann auch manchmal etwas Unruhe, es hat sich aber gelegt. Viele französischsprachige Kanadier wollten, wie soll ich sagen, die Vorherrschaft des angloamerikanischen Lebensstils nicht akzeptieren und wollten sich eigentlich für unabhängig erklären, als, wie soll ich sagen, nicht Kolonie Frankreichs, aber als eigener Staat mit französischen Wurzeln. Aber dieser Konflikt hat sich beruhigt, zum Glück, das hätte sicherlich böse geendet. Na jedenfalls, letzte Reste von französischem Einfluss sind auch noch zu erkennen hier unten bei New Orleans. Ich halte nochmal die Tafel hier rein, und zwar ist es nämlich hier östlich von New Orleans gibt es einen Staat, der heißt Louisiana, und da wird heute auch noch französische Kultur und Sprache gepflegt. Es ist allerdings nur noch etwa 1,5 bis 2% französischsprachig hier unten in Louisiana, denn es war so, nachdem England hier oben die Franzosen vertrieben hatten, zogen die über einige Umwege hier runter nach Louisiana und siedelten sich dann hier an. Und da gibt es eine besondere Musikform. Ich habe euch
Und ich werde euch in die Playlist diese Musikform einstellen. Cajun Musik heißt die. Die ist auch ganz interessant. Das sind, wie soll ich sagen, ja, französische Polkas teilweise, die da gespielt werden auf Fiedeln und Akkordeon. Das ist auch äußerst interessant. Und das ist sozusagen neben dem französischsprachigen Gebiet um Quebec und Montreal herum die letzten Reste französischer Herrschaft, kulturelle Reste französischer Herrschaft, die verloren gegangen waren wegen des Siebenjährigen Krieges. Gut. Jedenfalls in Europa führte maßgeblich Preußen an der Seite Britanniens, Großbritanniens den Krieg auf dem Land. Und es war natürlich eine wahnsinnige Koalition gegen Preußen, die Russen, die Österreicher, die Franzosen. Und der Krieg war eigentlich nicht zu gewinnen für Preußen, aber Friedrich der Große führte den Krieg über viele, viele berühmte Schlachten und er gewann auch einige, überraschenderweise eigentlich bei dieser Koalition, er gewann auch einige Schlachten, teilweise spektakulär, er war schon ein äußerst schlauer Feldherr, aber auf lange Sicht war dieser Krieg eigentlich nicht zu gewinnen und im Grunde genommen war er ein Blutsäufer. Er trieb sein kleines Land und seine Soldaten in einen nicht zu gewinnenden Kampf hinein, ohne Rücksicht auf Verluste. Es sollen solche Worte von ihm gefallen sein in der Schlacht. Hunde wollte er ewig leben, als sich dann seine Grenadiere dann entsetzt aus den ersten Schlachten, aus den ersten Treffen in einer Schlacht zurückzogen. Und dann trieb er sie eben mit den Worten, Hunde wollte er ewig leben, wohl erneut in den Angriff hinein. Er war durchaus aber auch selber tapfer. Also er griff dann auch, wenn in kritischen Situationen, ergriff er die Fahne und marschierte voran. Und in verzweifelten Situationen hat er auch wirklich fast selbstmörderisch sich in die erste Reihe der Schlachtlinie gestellt und versucht, noch die Dinge zu wenden. Also, jedenfalls 1759 war klar, er kann den Krieg nicht mehr gewinnen. Die Schlacht bei Kunersdorf endete mit einer Niederlage und eigentlich hätte er jetzt nur noch die Koalition aus Österreich, Russland und Frankreich zuschlagen müssen und in eine letzte Schlacht gehen müssen, um diesen Krieg zu gewinnen und Friedrich den Großen zu besiegen. Aber am 5.1.1762 stirbt Elisabeth I. Elisabeth I. war eingeschworener Feind von Friedrich dem Großen und auf den Thron folgte nun nach, muss ich gerade mal gucken, weil er nur so kurz herrschte, ich glaube, das Peter war es, irgendein Peter, erster, zweiter, dritter, ich weiß es nicht genau, folgte auf den Thron. Der war aber allerdings, naja, nahe an der Grenze des Schwachsinns wohl und hatte allerdings eine Frau, die eine hervorragende Persönlichkeit war, nämlich Katharina die Große, die ihren Namen Katharina die Große völlig zu Recht trägt. Ich hoffe, das kann man so erkennen mit dem Licht, das klappt heute nicht ganz so gut, aber man sieht schon, also die Frau hat gewusst, was sie will. 1729 bis 1796, geboren war sie als Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst. Viele russische Zaren, Frauen kamen vom deutschen Adel. Der deutsche Adel war eng verbunden mit dem russischen Adel und hatte auch, die Deutschen hatten auch am Zarenhof großen Einfluss. Na jedenfalls Katharina die Große, die verfolgte ebenfalls wie Friedrich II. Einen aufgeklärten Absolutismus. Sie hatte auch mit Voltaire korrespondiert, also Briefe geschrieben und das Erste, was sie machte, nachdem sie sozusagen Zarin geworden ist, war, ihren Mann abzusetzen. Den beseitigte sie, ich glaube, sie sperrte ihn einfach ein und krönte sich selber zur Zarin. Und sie war so eine resolute und starke Frau, dass es da auch kaum Widerstand gab, als sie nach der Zarenkrone selbst griff.
Also sie stürzte ihren eigenen Mann vom Thron, setzte sich die Zarenkrone auf und das Erste, was sie machte, war ein Friedensangebot an Friedrich II. 1763 erfolgen dann die Frieden von Hubertusburg und Paris. Die beenden den Siebenjährigen Krieg, diesen ersten Weltkrieg, der auf allen Kontinenten ausgefochten wurde. Und im Ergebnis war es eben so, wie gesagt, Frankreich verliert Indien und weite Teile Nordamerikas. In Kanada konnten sie sich noch halten. England war nun endgültig zur Weltmacht aufgestiegen als Folge des Siebenjährigen Kriegs. Und Preußen war nun, weil sie auch endgültig Schlesien behalten konnten, und Sachsen sozusagen, wie soll ich sagen, reduziert hatten, waren eine der fünf mächtigsten Mächte auf dem deutschen oder auf dem europäischen Kontinent und da hatten eine Stellung fast so stark erreicht oder so stark erreicht wie Österreich, wie Habsburg. Und damit beginnt in der europäischen deutsch-österreichischen Geschichte ein weit über 100 Jahre anhaltender Konflikt zwischen wer hat die Vormacht im Deutschen Reich, Österreich oder Preußen. Das führt noch im weiteren Gefolge zu vielen, vielen Konflikten. Aber mit dem Siebenjährigen Krieg war sozusagen der Grundstein gelegt, dass Preußen ein gleichrangiger, nicht Partner, sondern Gegner von Österreich geworden war. Aber Preußen war völlig zerrüttet. Die Preußen hatten 180.000 Soldaten verloren, 320.000 Zivilisten, Österreich 140.000 Soldaten und 160.000 Zivilisten. Preußen bei einer Bevölkerung von 4 Millionen Einwohnern, davon waren 10% tot. Das ist eine ein ungeheurer Blutzoll, den die Bevölkerung da gelassen hatte. Also der Blutsäufer Friedrich II. Mit seinem endlosen Krieg gegen eine Übermacht, den er nur glücklich gewonnen hat, hat sein Volk im Grunde genommen zerrüttet und ausbluten lassen bis auf die Knochen. Friedrich kommt aus dem Siebenjährigen Krieg zurück, eigentlich ja, wahrscheinlich eher als gebrochener Mann. Er hat schon sehr in dem Krieg die Last verspürt, die auf ihm ruhte und wahrscheinlich wusste er eigentlich auch, was er angerichtet hat mit dem Siebenjährigen Krieg. Und wahrscheinlich wird er auch persönlich dafür die Verantwortung übernommen haben. Also, er war sicherlich mehrere Male dem völligen Zusammenbruch während dieses Siebenjährigen Krieges nahe. Und insofern würde man heute sagen, er war traumatisiert eigentlich durch diese Erfahrung. Er hatte zu viel gewollt und war sozusagen nicht phlegmatisch genug, um einfach über den Blutzoll, den seine Bürger für ihn zu leisten hatten, hinwegzusehen und hinwegzugehen. Er wurde also, er lebte danach sehr zurückgezogen, war auch wohl sehr zynisch. Er mochte die Menschen nun noch viel weniger als vorher, würde ich mal sagen. Aber er machte trotzdem weiter mit seinen Reformen. Er machte eine Rechtsreform, das allgemeine preußische Landrecht wurde eingeführt, ein Gesetzeswerk, sehr strukturiert und vernünftig aufgebaut, logisch aufgebaut. 1763 gab er den Befehl, die Kartoffel, die aus Südamerika importiert wurde, als Pflanze anzubauen. Und die Bevölkerung war eigentlich sehr dankbar, weil, wie gesagt, das reiche Streusandbüchse, da wuchs nicht viel. Und die Kartoffel war nun eine Frucht, die besonders gut nun wuchs in diesem sandigen Boden von Preußen. Hier ist ein Bild, so hat man sich das dann vorgestellt. Das ist auch ein relativ berühmtes Bild. Friedrich der Große besucht seine Untertanen, seine Bauern, und die zeigen ihm die Kartoffel, die sie gerade geerntet haben, und er inspiziert das wohlwollend. Man sieht ihn mit dem Stock leicht gebeugt in der damaligen wie das damals eben die Kleidung so war. Also am Anfang, also die Sage geht, dass am Anfang die Bauern nicht wussten, was sie mit der Kartoffel anfangen sollten und haben oben das Grünzeug gegessen, weil sie dachten, das sei eigentlich das Wertvolle an der Kartoffel und wurden dann krank und wunderten sich, bis ihnen dann gesagt wurde, nein, nicht das Grünzeug, das rauskommt, ist das Wertvolle, sondern die Knolle,
die Wurzel, die im Boden steckt. Nun gut, er gründete die Königliche Porzellanmanufaktur, die ist heute noch in Betrieb. KPG heißt die, glaube ich, Königlich Preußische Porzellanmanufaktur. Er veranlasste Entwässerungsprojekte. Die Flüsse waren natürlich damals alle noch unreguliert. Die traten jedes Jahr übers Ufer und ein riesiger Streifen rechts und links der Flüsse war Sumpfgebiet. Und da veranlasste er Entwässerungsprojekte. Er schaffte die Leibeigenschaft auf den Krongütern, also seinen eigenen Staatsgütern. Die schaffte er ab. Und gescheitert ist er allerdings, seinen Adligen zu verbieten, Leibeigene zu halten. Das hat er nicht durchsetzen können, aber nun gut, also man kann ja auch nicht alles nun von ihm verlangen. 1786 stirbt Friedrich II. Alleine, nur von Dienern umgeben. Seit Jahren hat er sich nicht mehr unter die Menschen bewegt vor seinem Tod. Er mochte sie nicht, er lief mit seinem alten, zerfledderten Rock durch die Flure und Räume von Sanssouci, seinem Schloss bei Potsdam, unterhielt sich nur noch mit seinen Dienern und sprach mit seinen Hunden. Er hatte Windspiele, so wird die Hunderasse genannt, sind diese dürren Klepper, die man manchmal so sieht. Er war also Hundefreund und am Schluss war man wohl, so geht die Geschichte auch letztlich in Preußen, seiner überdrüssig. Man wartete eigentlich darauf, dass der Alte endlich dann den Löffel weglegt. Es hatte, glaube ich, weniger was damit zu tun, dass man nun ihn nicht mehr mochte. Aber er war sozusagen so eine große Gestalt und so eine Last und hemmte letztlich auch jede neue Entwicklung dann letztlich durch seine Übermacht, seiner Figur, dass man am Schluss dann einfach nur noch sagte, wann legt er endlich den Löffel weg, der Alte, auch wenn man durchaus dankbar war für das, was er geleistet hat. Also 1786 stirbt er. Später ist dann alles Mögliche mit ihm veranstaltet worden. 1943, als die Sowjetarmee in Richtung Deutschland marschierte, wurde sein Sarg dann ausgebuddelt und wurde in ein Bergwerk gepackt. 1952 wurde dann von der DDR dieser Sarg dann rausgegeben und auf die Burg Hohenzollern im Schwäbischen gebracht. 1991 wurde er wieder nach Potsdam überführt von der Burg Hohenzollern, weil er hatte in seinem Testament festgelegt, er möge doch im Garten von Sanssouci bei Nacht beim Schein einer Laterne gerne neben seinen Hunden verbuddelt werden. Und man soll doch um Gottes Willen kein Gewese um seine Beerdigung machen. Nun gut, man überführte, dann erfüllte sozusagen den Wunsch nur teilweise, man überführte ihn dann von Hohenzollern nach Potsdam, nach Sanssouci und wollte ihn da dann begraben, aber eben mit großem Getöse. Jeder drängelte sich vor, um an dem Begräbnis Friedrich II. In Sanssouci teilzunehmen. Der Helmut Kohl, der damals Kanzler war, der spürte schon wieder den Hauch der Geschichte sich umwehen und drängelte sich dann sozusagen in die Beerdigung mit rein. Er wurde natürlich aber auch eingeladen. So, hallo, liebe Freunde, ich bin zurück, muss ein kleines technisches Problem beheben. Also wir waren dabei, gegen letztlich seinen Willen ist Friedrich II. Dann doch mit einigem Pomp beerdigt worden in Sanssouci. Helmut Kohl war eingeladen und ist dann auch tatsächlich hingegangen und ein Sonderzug fuhr durch ganz Deutschland mit dem Sarg und dann ist er letztlich in Sanssouci dann doch beerdigt worden. Und insgesamt ist es nun eben so, Friedrich II. Ist einfach eine
Projektionsfläche. Also jeder kann in diese Person eigentlich hinein interpretieren, was er möchte, weil eben diese Gestalt so widersprüchlich in sich war. Deswegen habe ich auch den Untertitel gewählt, Mitleid, Schaudern und Respekt. Also er ist von dem alten Windel weichgeprügelt worden und auf übelste gedisst worden, ist daran aber tatsächlich dann nicht zerbrochen, sondern hat sich zurückgezogen, hat sich gebildet, hat Musik gemacht. Und umgekehrt bei der ersten Gelegenheit, die sich ihm geboten hat nach Thronbesteigung, ist er mit einem eisernen Willen zur Macht über ein benachbartes Volk, über einen benachbarten Staat hergefallen, um sich Schlesien an sich zu reißen. Umgekehrt hat er sich gesehen als oberster Diener seines Staates und hat die Pflichterfüllung als Leitspruch für sich gewählt. Umgekehrt war er auch liberal und hat gesagt, ein jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Er hat sich um das Wohl seines Volkes gekümmert. Er hat die Kartoffel eingeführt, er hat Bewässerungsprojekte gemacht, das hatte ich euch alles erzählt. Also er war um das Wohl seines Volkes bemüht. Umgekehrt hat er keine Sekunde gezögert, sein Volk in einen 7-jährigen blutigen Krieg, den der nicht zu gewinnen war, zu führen und von seinem Volk einen ungeheuer hohen Blutzoll zu verlangen. Auch hat er letztlich die Menschen dann später in seinem Leben doch ziemlich verachtet und zynisch deren Unzulänglichkeiten dann betrachtet. Also deswegen bei dieser vielschichtigen Persönlichkeit kann jeder in diese Person hineinlesen, was er eigentlich möchte und für sich als bestimmte Aspekte aus seinem Leben als Vorbild nehmen. Zum Beispiel, ich hatte ja schon gesagt, also Kohl, der Mantel der Geschichte, der drängelt sich dann da rein in die Beerdigung, weil er irgendeinen Aspekt davon von Friedrich II. Ganz toll findet. Adolf Hitler hat dieses Bild hier, das ich euch eingangs gezeigt habe, von ihm mit in den Führerbunker am Ende des Zweiten Weltkriegs genommen, nachdem er sich verkriechen musste und der Zweite Weltkrieg zu Ende ging und ja, alles in Schutt und Asche gelegt wurde durch ihn, aber er sozusagen den Krieg weiterführte bis zum bitteren Ende und dann am Schluss sich eben in den Führerbunker in Berlin verkroch und das einzige Kunstwerk oder den einzigen persönlichen Gegenstand, den er da mitgenommen hat, war dieses Bild. Und man hoffte im Führerbunker unter den Nazis bis zur letzten Minute an ein Wunder, ähnlich dem Wunder, welches Friedrich II. Gerettet hat, nämlich der Tod von Elisabeth I. als Zarin und dann der Friedensschluss durch Katharina die Große, die dieser Zarin dann als nächste Zarin nachfolgte. Und als Roosevelt, der amerikanische Präsident, verstarb, waren alle ganz aufgeregt im Führerbunker und sprachen von einem Wiederholen des Wunders des Hauses Brandenburg. Roosevelt sei tot. Roosevelt, also sozusagen, hat man gedacht, ist in der Rolle der Elisabeth I. Und dann würde ein Friedensschluss in letzter Minute dann erfolgen. Also da hat wirklich nun jeder in Friedrich II. Nun reingelesen, was ihm gerade so gepasst hat. Jedenfalls, ich denke, normale Menschen können durchaus dann gerade in dem Gebiet auch durchaus dankbar sein, dass er, wie gesagt, eben die Aufklärung mit auf die Staatsebene gebracht hat und so Justiz, eine unabhängige Justiz einführte und eine Regierung nach Vernunft und nach Pflichterfüllung. Das ist wohl das, was die Leute wohl am meisten letztlich an ihm schätzen. Und letztlich das Bild von Friedrichs Grab dann im Schlosspark von Sanssouci. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennt. Ja, so kann man es wohl ganz gut erkennen. Also da ist einfach eine Platte dann fest in den Rasen eingelassen. Darunter liegt dann Friedrich der Große. Und man sieht hier am linken Rand, abgesehen von den kleinen Blumensträußen, die dann die Besucher dann zu dem Grab bringen, bringen auch manche zwei Kartoffeln mit. Und unten links sieht man in der Ecke eben
zwei Kartoffeln, die durch Leute da hingebracht wurden im Gedenken an Friedrich den Großen und seine oder diesen Aspekt seiner Persönlichkeit, dass er sich um sein Volk gekümmert hat. Jedenfalls ist aus dieser jungen Person, diesem jungen Schöngeist, der sich für Literatur interessierte und für Musik, für Philosophie, für Staatskunst, aus diesem jungen Mann ist einer der bedeutendsten Herrscher der Neuzeit geworden, der Vorbild oder maßgebend mit beeinflusst hat die Entwicklung Deutschlands und auch Europas. Und letztlich die letzte Frage, ob er schwul war, ich glaube, das ist einfach scheißegal. Gut, das war's für heute mit einem etwas zu langen Video. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten bis zum Schluss und haltet mir weiterhin die Treue und bis dann. Tschüss!